Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Im Hintergrund seht ihr, dass ein neuer Player of the Month draußen ist, und diesmal ist es Dele Alli von Tottenham. Karte sieht ja absolut geil aus, bisschen mehr Pace wäre nice, aber ich denke, mit einer Hunter-Card ist er richtig brutal. Er ist groß, er hat viel Physics, also ist stark, er kann Leute abschirmen. Eigentlich ein richtig gutes COM-Spieler. Vielleicht ein bisschen Lack on Skills. Hat, glaube ich, nur 3 Star Skills, aber ich denke, das ist noch okay. Gehen wir dann direkt mal in die. Lass mich noch mal kurz checken, ob meine. Ja, meine Mikrofon an ist, damit ich nicht nochmal denselben Fehler mache. Duh. Okay. Wir haben 4 Squad Player Challenge zu absolvieren. Wir fangen direkt mal mit MK Dons an. Und ich muss sagen, das war für mich eigentlich die beste Squad Player Challenge bis jetzt. Oder Player of the Month Squad Player Challenge. Weil ich habe mit Silbern League, nicht League, Silber, League One, also dritte englische Liga, über 100k gemacht, Freunde. Also ich habe damals einige Zeit mal die Silber Packs geöffnet, hat sich auch rentiert, und jetzt hat sich das noch mehr rentiert, weil ich habe einfach mit Silberspielern und Bronzespielern von der League One über 100k gemacht. Also ich habe diese Challenge, habe ich nicht nur schon, ist nicht so free, sondern ist sogar Profit. Ich habe sogar Profit gemacht, und ja, hier gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen eigentlich. Ihr habt es oder habt es nicht eigentlich, also sonst müsst ihr einfach bezahlen den Preis. Hier kann man euch keinen Tricks geben, vielleicht hier noch ein LM auf LF stellen, aber ansonsten gibt es keine Tricks, die ich euch hier verraten kann, wie ihr es günstiger machen könnt. Ja, und hier sind meine 2 günstigen. Was eigentlich, was ich euch Tipp geben kann, macht nicht so niedrig rated wie möglich, damit ihr die teuren natürlich verkaufen könnt. Ich zeige euch später noch, mein Trade-Pile, wie viel ich plus gemacht habe. Und dann machen wir mal hier absenden. Ein Nur-Spieler-Set ist, ja, weiß nicht, ob das gut ist, keine Ahnung, ich kenne das gar nicht. Ich glaube, es ist nur ein Spieler, oder? Egal, auf jeden Fall gehen wir weiter zu Tottenham. Da haben wir die Voraussetzungen 4 Spieler von Tottenham, 6, maximal 6 aus derselben Liga, Teamgesamtbewertung 83, Teamchemie 95. Was ich habe ich hier gebaut, das können wir kurz sehen. Auf der linken Seite habe ich die kleine, aber feine Tottenham-Seite. Auf der hinten Mandanda verbindet Tottenham und die spanische Liga. Da habe ich nämlich Varane, also da seht ihr die, auf jeden Fall die Spieler aus der spanischen Liga. Ich kann es ganz kurz durchgehen lassen, wie viel ich bezahlt habe. Okay, Mandanda 10.000, Cavaral 3.000, 4.300. Vertongen habe ich noch für 3.400 damals gekauft. Ich hatte 4 Stück von ihnen. Der geht jetzt momentan über 7.000. Erst Mr. Rose 1.800, 1.700, 3.000 Sissoko, 4.100 Isco und 2.100 Gamero. Was ich noch erwähnen muss, ihr müsst Dele Alli, ja, auf eine CM-Position ändern. Das sollte okay sein, ist glaube ich nochmal 1,5 oder so. Und dann sollte es mit der Chemie auch klappen. Schicken wir es ab. Wir haben ein Jumbo Premium Gold Set. Und gehen jetzt auf die nächste Squad Player Challenge ein. Das ist Dele's Tore. Voraussetzungen sind 2 Spieler von Watford, 2 Spieler von Chelsea, 1 Spieler von Man City, genau 11 Spieler Premier League. Teamgesamtwertung 83. Und ich muss sagen, also ich habe hier viele untradable. Zum Beispiel John Terry ist bei mir untradable. Und Cazorla ist untradable. Ihr könnt das vielleicht günstiger machen, indem ihr nicht John Terry benutzt und nicht Cazorla. Aber die anderen Spieler sind, denke ich, okay. Ich hatte Pereira auch im Team. Den habe ich, glaube ich, gezogen. Ja, der geht auch momentan, glaube ich, für 5k. Also ist schon ein bisschen teuer. Und ihr, was ich Tipp gebe, benutzt nicht Giroud und nicht Slimani. Die gehen für 7 oder 8k. Kauft euch dann einfach zum Beispiel einen Schweinsteiger für auch 4k, ist nicht günstig, aber ihr könnt ihn dann zu einem Mittelstürmer umwandeln. Das ist im Gesamtpaket immer noch günstiger, als wenn ihr zum Beispiel einen Slimani oder Giroud kauft. Ansonsten, ja, habe ich die meisten hier gepackt, kann ich aber ganz kurz durchgehen lassen. Könnt ihr euch die Preise angucken, aber die meisten habe ich schon vorher gekauft oder gepackt. Ich musste nur Schweinsteiger und Fonte kaufen, das war eigentlich, ja, ganz günstig noch. Und da kriegen wir dafür einen Premium-Gold-Spieler-Set. Nice! Und ja, gehen wir weiter nach der so letzten Squad Player Challenge. England, das ist wahrscheinlich die einfachste von den 4. Da musst du einfach nur genau 11 Engländer, mindestens 3 Goldspieler, Teamchemie 100. Also hier seht ihr einfach, ich habe einfach 3 random Goldspieler aus Englische reingetan und dann einfach irgendwelche aus der englischen 4. Liga oder hier aus der 1. englischen Liga. Den Wendt, ja, egal, scheiß drauf, der ist eh nicht wert. Den kann man wegchecken. Kriegen ein Silberspieler-Set. Ist nice. Und
Ja, jetzt bekommen wir, da wir es abgeschlossen haben, da wofür wir da sind. Player of the Month, Dele Alli. Wow. Werde ich gleich direkt mal ausprobieren. Sieht richtig nice aus. Falls ihr Bock habt, dass ich ein Review vielleicht dazu mache, ja, lasst mich das in den Kommentaren wissen. Sieht richtig nice aus. Hoch-Mittel-Arbeitsrate. Arbeitsrate ist auf jeden Fall perfekt für ein COM. Bleibt schön vorne und geht nicht so weit nach hinten. Ja, okay, 3-Star, muss man gucken. Aber er hat Longshots, glaube ich, Trade. Also, das ist perfekt eigentlich für mich. Und ja, direkt mal mein Team. Und dann gehen wir mal weiter ganz kurz. Und zeige ich euch mal ganz kurz, ja, vielleicht blende ich jetzt zum Beispiel eins, das habe ich nämlich Screenshot, da war ich unterwegs und war auf der Web-App und habe da verkauft. Seht ihr erstmal hier Vertongen, 7300, war noch zu günstig eingestellt, 7200, andere hier 3000, 3100, wie ihr seht, und hier noch einige für 3000, 2000, 1000. Und jetzt gehe ich euch auf, gehen wir kurz auf die Transferliste und schauen wir uns mal an, was ich hier alles verkauft habe. Muriel habe ich verkauft, um das Team noch zu Ende zu machen, weil ich, ihr guckt euch, wieso hast du nur 7000 Münzen? Ich habe, ja, One to Watch Kanté geholt für 420.000 als Investition und natürlich als Spieler. Ich finde ihn richtig gut, aber gehen wir dann jetzt erstmal hier die Transferliste durch. 350 für die Silberspieler, okay, ist in Ordnung, 1500 sogar. Ich muss erwähnen, ich habe das direkt am Anfang reingestellt, also direkt als die Squad Challenge rauskommt, deswegen sind einige Preise ziemlich hoch. Ihr seht 1000, 3200, 600, 2700, 2500, 4000. 450, 850, 7600. Manche gingen einfach für voll viel. Ich verstand nicht warum. 3,4, 4,8, 2,8, 550, 5,2, 10.000 für den Bauer. Ich glaube, das ist der höchst rated Innenverteidiger aus der dritten englischen Liga. Deswegen ging er für 10.000 weg. 1,7, 6,50, 3,1, 4,7, 6.000. 2000, 9000 für den Vertongen habe ich einfach reingestellt. Für 9000, der ging echt weg. 2000, 3000. Also, ich kann denken, also, ich denke mir, die Außenverteidiger und Außenflügelspieler sind teurer, weil das, glaube ich, seltener gibt als die, zum Beispiel, Innenverteidiger, ZM-Spieler oder Stürmer. Aber generell, ja, habe ich gesagt, wie erwähnt, habe ich über 100.000 mit dieser Squad Battle Challenge gemacht. Also, Dele Alli for free plus Profil und noch Packs, die wir jetzt aufmachen. So, Freunde, so den 4 Packs. Ich habe hier noch so ein Silver Food Champion Set, aber das werde ich hier nicht aufmachen. Ja, machen wir mal, schnack mir nicht so lange. Silber Spieler Set wird aufgemacht. Da zieht man meistens immer einen, der ein paar K wert ist. Hier zieht man McLaren als seltenen Silberspieler aus der australischen Liga. Der wird wahrscheinlich nichts wert sein. Ich guck mal ganz kurz. Ja, ne, ist nichts wert. Keinen aus der dritten englischen Liga, also eher mau. Ein Nur-Spieler-Set. Ja, seltenen Goldspieler, Freunde. Es ist Van Klick, oder ne, De Fritsch, Alter. Sonst haben wir hier auch, aber hier einen englischen, zweiten englischen Liga, oder? Ist das das? Ich glaube, oder ist es die dritte? Ne, es ist die dritte, ne? Ja, okay, der geht auch nicht. Habe ich nicht drauf geachtet. So, Freunde, es geht zacki zacki. Ich würde sagen, Jumbo Premium Goldset wird aufgemacht. Oh, Walkout! Oh mein Gott, was ein Packer! Was habe ich für ein Packer? Oh, was ist das? Ich weiß nicht, das ist mir scheißegal, das ist eh for free. Frankreich, wer ist das? Ribéry, Alter, was habe ich für ein Packer, Alter? Wieder ein Walkout. Oh mein Gott, ich habe einen Wahnsinns-Packlack in letzter Zeit, ohne Scheiß, Freunde. Ich muss selber zugeben, mein Packlack ist krass in letzter Zeit. Ich mach zwar viele Packs auf, aber er ist auch krass. Okay, scheiße, Alter, der Ribéry ist gar nichts mehr wert. Er ist noch 13.000 wert, oder nicht mal, 12.000, aber egal, Freunde. 12.000 nehme ich mit, ich habe nämlich gar nichts erwartet, Alter. Dick, Walkout, wahrscheinlich einer der schlechtesten Walkouts, aber wow, Freunde, wow, das kann ich nur sagen. Ich schwöre, ich habe in letzter Zeit ein richtig gutes Packlack. Ich kann mich nicht beschweren über einen Ribéry, der nur 12.000 wert ist. Natürlich hätte ich lieber einen Martial gezogen, der 20.000 wert ist, aber ja, warum nicht, Digga? Ribéry nehme ich gerne mit. Ja, Freunde, ich kann mich echt nicht beschweren, egal, wenn jetzt hier Non-Rare kommt oder Scheiße. Ich habe Walkout gezogen, Plus gemacht und Dele Alli, Alter. Es ist kein Walkout mehr, natürlich nicht. Aber ich bin zufrieden. Letztes Pack kriegen wir... Oh, Sakko, er könnte noch ein bisschen was weggehen mit der Dele Alli Squad Builder Challenge. Gucken wir mal ganz kurz nach. Vielleicht geht er für 2k oder so noch. Ja, er geht noch... Na, okay, noch nicht. Für 1... Ja, okay, er geht für nichts. Entschuldigung. So... Ja, unnötig gefreut, aber Freunde, ohne Witz, ich
kann mich nicht beschweren. Dally Alli bekommen über 100k plus gemacht und noch ein Walkout. Zwar nur 12k Rivalry, aber ohne Witz, das ist nice. Und wie gesagt, falls ihr Bock habt, dass ich mal ein Review mache oder ein paar Spiele mit Dally Alli raushaue, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal von mir. Danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.